diesem Wochenende standen ausnahmsweise einmal nicht Militärbewegungen im Mittelpunkt der Berichterstattung von der Krim. Thema Nummer 1 war stattdessen das Referendum zum Anschluss an Russland, das großen Andrang in den Wahllokalen verursachte und, wie hier in Kertsch, auch Feierstimmung bei den vielen örtlichen Anhängern einer Loslösung von der Ukraine. Denn das Ergebnis war am Ende noch deutlicher, als man es prognostiziert hatte. Über 95% der Abstimmenden auf der Krim wollten den Wechsel nach Russland. Die Wahlbeteiligung lag bei über 80%. Hier in Kertsch waren es sogar 97,7% bei 94,9% Wahlbeteiligung. Überraschend ist, dass nach lokalen Einschätzungen sogar etwa die Hälfte der Krim-Tataren den Weg nach Russland unterstützt haben soll. Diese waren vor der Abstimmung immer das Standardbeispiel westlicher Medien für eine geschlossene pro-ukrainische Minderheit. Nach diesem Ergebnis kann die ukrainische Regierung im fernen Kiew mit ihren zahlreichen Verbündeten zwar weiterhin die Legitimität des Referendums an sich anzweifeln, nicht mehr jedoch den Willen der großen Mehrheit der Krimbewohner. Denn nach Statements internationaler Beobachter verlief die Abstimmung fair. Zwar ist das Zustandekommen dieses Referendums über die Hilfe russischer Militärmaschinerie äußerst fraglich, jedoch zeigt es auch, dass man aktuell die Krimbewohner gegen ihren Willen wahrscheinlich kaum bei der Ukraine halten kann. Dafür ist die neue Regierung in Kiew hier viel zu verhasst und das Land schon innerlich zu stark gespalten.